Jetzt. Moin moin, liebe Seniors, liebe Seniorita, liebe Fabrikbesitzer, jetzt geht's los. Ja, jetzt machen wir hier richtig Action. Also nicht Action, aber wir sind ein bisschen produktiv, ne? Müssen wir auch mal hin und wieder sein. Von nichts kommt nichts. Machen wir erstmal unsere Inventarleiste wieder an, sonst können wir nämlich nicht bauen. Genau, jetzt ist quasi die große Frage. Wo bauen wir welche Rohstoffe hin? Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ich mache jetzt hier Petroleum hin, ja, und dann sehen wir einfach weiter. Eventuell muss ich alles nochmal abreißen, aber das wäre ja nicht das erste Mal. Das extra ein bisschen mehr Platz hier zwischen, dass ich da vielleicht doch Querrohre legen kann oder so. Ich mache jetzt hier hin. Kratz mich im Ohr. Und dann wird hier gebaut. Und wir können schon sehen, es fehlt an allen Ecken und Enden. Also es fehlen Lampen, die kann ich tatsächlich mal eben bauen. Diese Blaupause, wie viele Lampen beherbergt die? Junge, lass mich doch nicht immer so oft missklicken hier. So, 367, dann brauchen wir so ungefähr 900 bis 1000 Stück. Ich kann 1800 bauen, dann bauen wir 1800 Lampen. Ja, den Rest muss ich auch bauen, die Decider-Kombinatoren. Ich glaube, 3000 sind ein bisschen viel, wobei wir werden so viele Decider, wir brauchen genauso viele Decider wie Lampen, weil das ja eine 1 zu 1 Ding ist. Das heißt, wir brauchen ungefähr 1000 Decider. Da möchte ich tatsächlich ungerne so oft per Hand klicken. Wird einen Moment dauern, bis das fertig ist. Die Pumpen brauchen wir auch noch zusätzlich. Wie viele Pumpen haben wir zu Hause fertig rumliegen in unserer Mall? Eine volle Kiste, 500 Stück. Ja, wobei, um fair zu sein, also die Querdinger brauche ich halt eigentlich nicht. Also eigentlich kann ich die Baupause um 23 pro Reihe verschlanken. Naja, eine muss ich immer übrig lassen, logischerweise. Machen wir das? Hier oben fängt es überall an. Es geht am Anfang von rechts nach links. Da geht's rein. Das heißt, hier kann ich doch die wegschnibbeln. Ja, ich mache das. Ich schnibbel die weg. Hier kommen die weg. In der zweiten Reihe geht es dann einen runter. Dann geht es bis nach da. Hier. So rum, so rum. Dann geht es wieder bis nach... da, dann geht es wieder bis nach... da. Dann wieder bis nach... nein, dann wieder... nein. Volle, das ist tatsächlich eine schwere Baupause, schwer zu manipulieren. Da bin ich verrutscht, oder? Ja. Bis nach da. Ich habe auch das Gefühl, ich habe jetzt schon einen Fehler gemacht, aber das sehen wir dann erst, wenn es läuft. Aber ihr habt ja gesehen, das sind jetzt 22 pro Reihe. Wie viele Reihen waren das jetzt? Viele. Einige schon später und wir warten immer noch, dass die ersten Lichter gebaut werden. Ich denke, das wird noch 2000 Jahre dauern. Nö, das geht. Das geht. Wir craften relativ schnell. Wir sind schon von 3,1 auf 2,7 runter. Also während ich unten jetzt noch stehe, wird es nicht fertig, aber ich muss ja gleich hier einmal an die Basis laufen. Und bis dahin, bis wir dann wiederkommen, sollte es durch sein. Ja, das ist falsch. So. Einmal kurz zurückgucken. Es muss immer jeder zweite da sein. Wir testen uns eben einmal. Runter, leer, 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 runter. Das passt. Und auf der anderen Seite muss es genauso sein, nur eben leicht versetzt. Der muss weg. Leer, runter, 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 leer. Ja, sieht gut aus. Da könnten wir jetzt schon mal so Öl anschließen. Und da werde ich tatsächlich einfach so machen. Ja, nee, warte, was?
Also bis hierhin ist ja noch alles klar. Den können wir auch noch mitnehmen. Hier können wir dann immer runtergehen. Das passt. Aber das Öl von den weiter rechts liegenden Raffinerien müssen wir natürlich ein bisschen anders hier hinholen. Wenn ich so drüber nachdenke. Müssen wir mal schauen, wie ich das mache. Wahrscheinlich wieder maximal ineffektiv. Aber das ist die Schuld von den Kackflüssigkeiten und nicht meine. Von daher ist das egal. Ich meine, im Grunde kann ich es so lassen, weil die hier tatsächlich eh alle verboten sind. Im Grunde könnte ich dann tatsächlich eher noch... nee. So machen. Das macht vielleicht mehr Sinn. Dann wird das darüber gepumpt und dann ist okay. Auch da bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob das jetzt notwendig ist. Ob ich hier Pumpen brauche oder ob die eine Pumpe ganz links, die müsste ja hier eigentlich alles rausziehen können. Ich reiße es ab und mach's. Ist egal. Wir machen's einfach. Guck, jetzt sind wir schon bei 1,4. Wahrscheinlich kriegen wir das doch noch fertig, während ich hier unten rumstehe. Bitte, aber wahr. Es sind dann noch mal ein paar mehr Pumpen, die wir brauchen. Also die 500 reichen halt einfach nicht, die wir oben haben. Das ist mir jetzt schon klar. Und das reißen wir weg und dann machen wir so. Dann machen wir so. Und so. Und dann machen wir... So, das Schöne ist, das muss ich gleich quasi mit Schweröl und Leichtöl, wenn ich dann das wirklich so machen will, auch nochmal machen. Was schon ein bisschen nervig ist, zugegeben. Aber egal. Okay. Laufen wir einmal nach Hause, hilft ja nichts. Wir brauchen mehr Pumpen, wir brauchen mehr Decider und ich brauche so viel mehr Decider. Ich brauche halt 1000 Decider und werde jetzt hier die ganze Zeit Rechtsklick machen. Ich schiebe das auch mal ein bisschen zur Seite, dass ich dabei noch manövrieren kann. Und das machen wir allen Ernstes die ganze Zeit so, bis wir ungefähr 1000 Decider haben. Ich muss auf ungefähr 1,5 runterklicken. Das wird ein Spaß. Aber wir ziehen es durch. Wir sind halt schneller, als wenn ich da oben jetzt Montagemaschinen einrichte. Es wäre wahrscheinlich sinnvoll, sich die grünen Chips irgendwo rauszunehmen, aber... mir egal. Wir bauen. Und wenn es lange dauert, dauert es halt lange. Um fair zu sein, die Lampen- und Decider-Kombinatoren sind mir auch relativ egal da unten. Die Pumpen werden wichtiger sein. Ich glaube, neue Tanks muss ich mir auch nehmen. Ich glaube nämlich, die 250, damit kommen wir auch nicht mehr so weit. Wir sind schon bei 1,5 angekommen. Siehst du? Easy. Easy. So, überhaupt nicht voll. Das kann schon schief gehen, auch das wird zu ewig dauern. Das ist so Flashbacks von The Big 20 damals, dass wir die 20 Millionen grünen Schaltkreise per Hand gecraftet haben. Das hat gedauert. War aber eine geile Aktion. War eine geile Aktion, hat aber gedauert. Kann man sich nichts vormachen. Wie lange haben wir gebraucht? Verlängertes Wochenende war das, ne? 4 Tage. Ich habe den genauen Zeitraum nicht mehr im Kopf, leider. So. Several hours later. Ja, passt aber, wir sind dabei. Hier geht's hoch, hier geht's hoch, hier geht's rum. Und dann geht das hier hoch. Und dann sind wir gleich in der Mall. Guck, und die Lampen fangen nämlich jetzt schon mal an. Timmy Schwarze, du alter Schwarze, ja. Ja, wie gesagt, ich habe hier, glaube ich, irgendwo ein Lagerhaus, ne, mit einfach grünen Chips drin. Die hätte ich mir einfach rausnehmen können. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe hier gar kein grünes Chips-Lagerhaus, aber vielleicht sollte man das tatsächlich einfach mal ändern. So.
guck mal, die würden das nämlich schon deutlich einfacher machen. Zup. Nehmen wir mal mit, aber wird jetzt auch nicht so viel helfen. So, die nehmen wir nochmal mit, die Solarpanel. Das ist auf jeden Fall keine ganz schlechte Idee. Das ist mir egal. Ja, los geht's. Wir brauchen auf jeden Fall Strommasten, können nicht schaden. Greifarme sollten passen. Substations können wir auch mal einpacken. Das ist ganz in Ordnung. Dann als nächstes, Pumpchecks sind okay. Tanks und Pumpen. Und da muss ich dann wohl einsehen, ich kann sie doch wohl einfach volllaufen lassen. 500 Pumpen, okay. Die Rohre nehmen wir auch mal mit. Auch wenn ich sie jetzt nicht brauche. Mein Inventar wird halt immer lächerlicher voller, ne? Also das ist eigentlich schon nicht mehr feierlich, was wir hier alles im Inventar haben. Aber lieber da als irgendwo anders. Brauchen wir noch irgendwas? Ich glaube nicht. Beton für ganz große Lagerhäuser könnte noch interessant sein. Beton allgemein ist nicht verkehrt. Nehmen wir mal mit. Ich meine auch, ich habe hier oben noch Warenhäuser gebaut, die jetzt die ganze Zeit über volllaufen. Ach guck mal, er baut jetzt die ganze Zeit irgendwo was. Er scannt hier die ganze Zeit Felder und baut. Deshalb bewege ich mich so ein bisschen ruckelig. Krass, die sind alle voll. Ich speichere mal. Kein Bock, dass jetzt irgendwie durch Stack Overflow das Spiel abstürzt, weil der Inventar einfach zu groß wird. Weil es sagt zwar unendlich, aber es kann nicht unendlich groß sein. Irgendwann ist der Speicher voll. Dann habe ich keine Ahnung, wie viel Factorio da zur Verfügung stellt. Aber jetzt habe ich schon mal 228.000 Einheiten im Inventar. Ja, er läuft bei uns. Okay. Ja, jetzt ist es auch so ein bisschen spiky tatsächlich. Ich glaube, das ist aber gleich wieder besser, wenn wir in einem anderen Gebiet rumlaufen. Ich glaube, das liegt tatsächlich hauptsächlich daran, dass hier noch ein paar Blaupausen auf dem Boden liegen, der nebenbei so auf dem Boden klatscht. So, wir laufen wieder runter. Wir müssten alles haben, mit dem wir erstmal arbeiten können. Davon brauchen wir auch nochmal ein paar. Also das hier wird halt niemals weniger, ne? Also das sind so viele. So viele Decider-Kombinatoren. Du brauchst mir Crafting-Speed. Stell doch einfach bei der RPG-Mod in den Start-Settings Folgendes ein. Nein, danke. Das mache ich nicht. Wir haben den Crafting-Speed, den wir jetzt haben. Den haben wir uns hart erarbeitet und dabei bleibt's. Das passt schon. Bin kein Cheater. Nicht immer. Nicht offiziell. Was mich in Minecraft ärgert, ist, dass es Target-Blöcke gibt. Vor der 1.1.6 war Redstone noch eine Kunst. Jetzt ist alles mit Target-Blöcken zugespammt. Genau wegen der Vereinfachung habe ich mich entschieden, 1.1.2 Tech zu machen. Ist einfach übersichtlicher, aber auch komplexer und viel spaßiger. Nie Minecraft gespielt. Also nur mal so ein bisschen Singleplayer. Ich bin schon gar nicht mit einer damaligen Freundin im Multiplayer, aber nie viel. Vielleicht so 6-7 Stunden zusammengespielt, dann war es das auch. Hat nie so richtig bei mir Klick gemacht. Ah ja, ich habe deine Nachricht gesehen, Timmy Schwarze. Das sagst du mir jetzt aber heute schon zum 4. Mal, dass ich das umstellen soll. Und ich habe jetzt schon 3-mal Nein gesagt. Irgendwann reicht doch. Mir ist bewusst, dass ich den Crafting Speed hochstellen könnte, aber ich möchte das nicht tun. Ganz einfach. So, wir werden hier jetzt auch mal ein bisschen fließen, dass wir mal ein bisschen schneller unterwegs sind. So, das ist schon mal ganz gut. Na, come on. Und so schnell ist der Boden dann halt auch gleich schon wieder weg, ne? Die 250.000 Einheiten sind schon zu 150.000 runtergeschrumpft. Wobei, hält tatsächlich länger, als ich dachte. Wir kriegen hier schon einen ganz netten Teil gepflastert. Was komisch ist, ich glaube nämlich, Minecraft hätte ich auch richtig elendig viel Zeit drin verlieren können, wenn ich das früher ausprobiert hätte, wenn es einfach Klick gemacht hätte. Ich bin zu spät so auf den Hype-Train aufgesprungen, beziehungsweise halt gar nicht auf den Hype-Train aufgesprungen. Hast du mir dann halt nach Jahrzehnten mal angeguckt und dann war so, ja, nice, aber muss auch nicht sein. So, und schon läuft hier, guck mal, so sieht es aus. Und links, rechts, links, rechts, links. Oh, das ist richtig beautiful hier. Zack.
Und da kommt das neue Öl. So ist gut. Mehr wird jetzt erstmal nicht produziert. Kann auch nicht, weil halt Öl voll ist. 15.000 und 53.000. Genau, so sieht's gut aus. Guck mal, das geht doch voll flott hier. Was willst du eigentlich? Guck mal hier. Wieder 5. Wieder 5. Das geht sowas von fix. Gar kein Problem. Für mich ist Minecraft halt auch ein sehr kreatives Spiel. Das Spiel ist seit der Beta. Ja, auf jeden Fall. Also Kreativität kann man Minecraft nicht abschlagen. Und wie gesagt, theoretisch sollte es ja genauso meinem Beuteschema entsprechen. Also jemand, der zum Beispiel War Fortress gerne spielt. Ja? War Fortress ist auch ein Spiel ohne Ziel, wo du halt einfach deine eigenen Aufgaben steckst und guckst, was will ich eigentlich mit diesem Spiel machen? Warum will ich das eigentlich spielen? Die Frage musst du dir in War Fortress halt auch selber beantworten. Genau wie in Minecraft auch. So, die Höhe wäre das. So, aber wo ist jetzt ungefähr ein Drittel? Oder mache ich es einfach hier noch ein? Ich zähle mal ganz kurz, wie viele Felder wir hier haben. Und ich zähle mal zwei Dinge. Nummer eins ist das hier. Wir haben 115 Felder, die wir definitiv brauchen. Und dann haben wir... Was? Ich habe keine Fördermänner mehr? Wait, what? Ja, okay, ich brauche aber auch keine Fördermänner. Hä, ich war doch eben in meiner Mainbase. Warum habe ich denn nicht gesehen, dass ich noch Fördermänner brauche? Ich habe hingeguckt. Ich habe irgendwie gedacht, ich habe noch 22.000 oder so. Also ich habe nur ein 1.19.2 Modpack gefunden, das meine Ansprüchen genügt. Aber verstehe gut, was du meinst, Timmy. Weil du musst mit Microsoft filmen. Nee, ich will das gar nicht. Ich glaube, ich habe es mir sogar über Microsoft gekauft. Ich glaube, ich habe die Microsoft-Version. Könnte ich jetzt halt auch nicht beschwören, aber ich glaube schon. So, da ich das Öl tatsächlich eigentlich nicht überbauen will, nehmen wir mal das Feld hier. Gehen hier runter. Schnibbeln das weg. So, wie viele Fördermänner Platz haben wir? Gucken wir mal ganz kurz nach. Ja, ich glaube nicht, dass ich es nochmal spielen werde. Von daher alles gut. 551 Felder. 551 haben wir. 115 brauchen wir. Was habe ich gesagt? 551, ne? 551. Ich muss das mal eben aufschreiben. 551. So. Dann haben wir 115 mal 3 sind 30, 45, 345. Das heißt, wir rechnen 551 minus 345. Bleiben 206. 206 teilen wir durch 3. Sind es 68. Das heißt, zwischen den Tankanlagen brauchen wir 68 Felder Platz. 68 Felder Platz, okay. Das heißt, von hier 68 Felder, das wären 1, 2, 3, 4, 5, ich kann einfach so machen. So, sind das schon 68? Sind mehr. 68 Felder Platz. Die Felder bleiben frei. Okay, das heißt, ich kann jetzt die nächste Blaupause hier hinsetzen. Bitte aber auf die richtige Höhe. Dahin. Okay. Dann löschen wir das hier nochmal. Das brauchen wir auch nicht mehr. Packen wir das einmal weg. Das habe ich jetzt quasi einfach die, falls ihr nicht genau checkt, was ich da jetzt berechnet habe. Ich habe einfach nur geguckt, wie viel Platz haben wir insgesamt. Wie viel Platz braucht eine Anlage? Das habe ich mal 3 gerechnet. Um zu gucken, wie viel Platz brauchen alle Anlagen. Dann habe ich diese Zahl abgezogen. Ne? Der Platz, den alle Anlagen brauchen, minus den Platz, den wir gesamt haben. Dann bleibt ja ein Rest. Und dann weiß ich, okay, der Rest ist Lücke. Und dann konnte ich quasi ausrechnen, die Lücken, den Lückenplatz durch 3 teilen. Und schon weißt du, wie viel Lücke du zwischen den einzelnen Anlagen lassen musst.
Wobei, ich sehe gerade meinen Denkfehler. Bei drei Anlagen brauche ich natürlich nur zweimal den Platz dazwischen. Das heißt, ich hätte hier, ich könnte die um die Hälfte noch verlängern. Weil ich habe jetzt gerechnet, ich habe ja durch drei geteilt den gesamten Platz. Aber wir brauchen ja hier nur eine Lücke und hier eine Lücke. Ich habe jetzt quasi diese Lücke hier, die 68 Felder, nochmal mit dazu gezählt. Bis hierhin. Ist aber auch okay. Ich glaube, wir lassen es einfach so stehen. Schadet ja nicht. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall immer nochmal juicy Platz zwischen. Das ist im Grunde genau das, was ich will. Dass wir da ein bisschen Spielraum haben. So, zack. Das löschen wir, das löschen wir. Dann kriegen die alle einmal Strom. Ich glaube, mit dem Strom gehe ich dann auch jeweils einfach hier einmal hoch. Dasselbe machen wir auf der linken Seite auch nochmal. Oh, warum erforsche ich eigentlich die ganze Zeit die falsche Forschung? Ist ja interessant. Fuck. Ich erforsche die ganze Zeit die Raketentreibstoffe aus Wasser, aber das brauche ich ja tatsächlich gar nicht. Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Also jetzt ist es mir ein bisschen später aufgefallen. Ich mache mal mit den Heat Shieldings weiter, beziehungsweise um die verlorene Zeit wieder reinzuholen. Was nicht geht, logischerweise. Werde ich mal kurz... Die Motoren, die brauchen nur 50.000 jeweils. Machen wir damit mal weiter. Die andere Forschung ist komplett useless. Also, die ist nicht useless. Das ist eine gute Forschung, nehme ich an. Wenn du Raketentreibstoff aus Wasser herstellst, das klingt schon ziemlich OP. Aber, momentan ist sie useless, weil ich erstmal Raketentreibstoff anders herstellen werde. Okay, so weit, so gut. Ganz ehrlich, der hier kann noch weg. Der stört mich. Der stört mich hier drüben auch. Und der stört mich dann hier drüben auch. Wollt ihr mal, dass sie nur Minecraft spielt? Ja, das können die Leute wollen. Das wird aber tatsächlich nicht passieren. Also einfach, weil bevor ich mich in Redzone, sag ich schon, bevor ich mich in Minecraft reingefuchst habe, es kostet so viel Zeit, ist nicht drin. Gerade wenn meine Umschulung bald anfängt, habe ich erstmal andere Sorgen. So, jetzt sehen wir natürlich hier groß Kacker gebaut. Dadurch, dass wir hier diese Pumpen haben, kriege ich mein Leichtöl nicht raus, also schon mal richtig scheiße gebaut. Ist mir im Grunde auch fast egal. Ja, im Grunde ist mir das fast egal. Aber halt realistisch nicht ganz. Weil ich kann es halt nicht einfach ignorieren. Ja, können wir dann in 2-3 Jahren ja nochmal drüber sprechen, wenn es soweit ist. Denn ich muss das Zeug jetzt hier raus befördern. Und um das hier raus zu befördern, muss ich auf jeden Fall auf dieser Länge hier anders agieren. Jetzt hier reiße ich das mal weg. Ich will auch mal ganz kurz tatsächlich die Flutboxen ausmachen. Die stören tatsächlich, wenn man hier so hantiert, ein bisschen. Genau, im Grunde easy. Du rüber, du rüber. Nein, Moment, nicht so, sondern... Oh, sind das noch viele. Eine Fresse. So. Check. Da, da, da. Hätte ich natürlich auch gleich so machen können. Zack. Zack. So ineffektiv, wie ich gerade arbeite, aber ist egal. So, und dann kommt der einfach darüber und der kommt darüber. Und dann können wir das kopieren. Es gibt zu viele gute Games auf der Welt und zu wenig Zeit, sie alle zu spielen. Oder sie alle zu meistern. Spielen kann man alles mal kurz, aber... Das wirklich zu meistern ist dann halt nochmal was anderes. So. Wobei, beim Leichtöl möchte ich das auch mit Pumpen machen. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich diese Pumpe... Ich lasse die Pumpe mal weg. Ich glaube, ich brauche sie nicht.
So, jetzt machen wir quasi nochmal dasselbe. Ich muss ja auf Minecraft CPUs programmieren. Was für eine Umschulung. Ich mache eine Umschulung zum Fachinformatiker. Die fängt am 10.07. an. Fachinformatiker Anwendungsentwicklung. Und hier gehen wir einen weiter nach links. So. Dann schließen wir den an, beziehungsweise machen so. Und dann läuft das hier doch auch gleich. Ja. Wie viel Pumpen hat er jetzt in der Zwischenzeit wieder hergestellt? Spoiler, zu wenige. Ja, wobei 311 ist schon okay. Ist schon eine stolze Zahl. Wie viel brauche ich hier insgesamt an Pumpen? 1100. Wie viel fehlen hier noch? Ah, es geht aber tatsächlich. Hier produzieren wir immer noch schön brav per Hand. Dann laufen wir nochmal los, holen nochmal ein paar Pumpen. Und dann sieht das hier schon mal gar nicht so schlecht aus. Auf jeden Fall läuft momentan schon mal alles. Ich glaube nur, Schweröl läuft hier noch gar nicht rein, ne? Schweröl ist, es gibt hier noch keine einzige Pumpe. Ich mach mal eben Autobauen aus. Weil Leichtöl läuft hier ab, wobei Leichtöl ist auch schon vor. Ja, ist scheißegal. Ich hole einfach neue Pumpen. Dann passt das schon. Einfach neue Pumpen holen. Jetzt sind wir gleich soweit. Ein Dampfkraftwerk. Was meinst du? Ich nicht wissen, was du meinen, Timmy Schwarze? Ja, ich meine, das habe ich wieder abgerissen. Wenn du das meinst, was ich meine, was du meinst. Ich arbeite nur mit den direkten Brennern. Und mit Solaranlagen halt. Beziehungsweise stimmt nicht ganz, ich habe eine kleine Verbrennungsanlage mit Dampfmaschinen hier. Das sind meine Dampfmaschinen. Oh, mehr brauche ich da nicht. Oh, Kohle läuft voll. Nee, das kann auch nicht sein. Brauche ich hier echt noch mehr Burner? Krass, hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, die Burner alles schnell genug weg. Tun sie scheinbar doch nicht. Egal, wir laufen jetzt einmal in die Fabrik, holen uns noch ein paar Pumpen. Und wenn wir schon mal da sind, vielleicht auch noch ein bisschen Landfill. Ja. Die schnellsten sind schnell genug, um richtig komplexen Code laufen zu lassen. Shungus 2 oder die MPU-Reihe ist gut, aber die MPU 8 möchte die Grafikkarte killen. Ich kann die nicht mit meinem Laptop laden, ohne auf 3 FPS als Spitzenwert zu fallen. Random Minecraft-Talk, mit dem ich nicht mithalten kann. Aber ihr werdet schon wissen, was ihr macht. Das ist gut. Ist das nicht immer so? War auf die Aussage, so viel gute Spiele, aber zu wenig Zeit, alle zu meistern. Achso, das mit dem immer so. Ja, das ist tatsächlich so. Vor allem, wenn ich dann halt mal ein gutes Spiel gefunden habe, dann sind das meistens auch gleich Sachen, die echt viel Zeit fressen und die ich dann auch durchzocken will. Wie jetzt zum Beispiel Outer Wilds. Wobei das geht, das frisst gar nicht so viel Zeit. Das würde irgendwie nach... Ich denke mir, wir brauchen vielleicht noch 6, 7, 8 Stunden, dann sind wir durch. Vielleicht auch schneller. Keine Spoiler, wer es weiß. Aber ich glaube, wir sind relativ im Endgame. Keine Spoiler, wer es weiß. Sonst kriegt ihr echt ein Problem mit mir. Genau. Ja. Ja, aber jetzt auch das XCOM, das ich wieder angefangen habe zu zocken. Das ist halt ein Zeitfresser, da steckst du Stunden rein. Aber das ist halt so mein Game, was ich zocke für den ersten Kaffee am Morgen. Satisfactory habe ich schon gezockt, Mörn Willi. Hast du das verpasst? Hast du das etwa verpasst? Mit meiner Mitbewohnerin, die hier neben mir sitzt, haben wir das im Multiplayer gezockt. So, guck, wir haben auch nur noch 18 Tanks. Also die Tanks sind... Gerade soeben hat das hingehauen. Chemiefabriken, glaube ich, 700 sollten aber reichen. Ja, ich glaube, das ist alles okay. Davon produzieren wir gerade tatsächlich gar nichts mehr. Was fehlt euch denn? Glas. Glas kommt nicht an. Ach so, guck mal, weil ich das hier falsch eingestellt habe. Warum habe ich denn das so eingestellt? Das ist natürlich auch irgendwie selten dämlich. Moment. Funktioniert natürlich so nicht. Müssten wir dann einmal so machen. Jetzt kommt auch wieder Glas rein. Das können die auch mal wieder weiter produzieren.
Habe ich irgendwie aus Versehen lahmgelegt, die Produktion irgendwann mal. Jetzt geht's weiter. Okay, Pumpen haben wir. Die. Ja, ob die reichen oder nicht, wage ich nicht abzuschätzen. Ich glaube, es werden noch ein paar Pumpen fehlen, aber ein paar Pumpen könnte ich dann zur Not auch noch selber bauen. 3200 Stück. Ein paar. Passt schon. Wir haben halt auch noch ein paar. Davon. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Okay, das ist jetzt zwar hässlich, das wird wahrscheinlich auch mein Inventar killen, aber ich nehme jetzt einmal die grünen Chips mit, die ich hier eingelagert habe. Und dann machen wir das nochmal. Das geht dann halt ungefähr 25 mal so schnell geschätzt. Wenn ich die jetzt hier einfach rausnehme. So, jetzt habe ich 25.000 grüne Chips im Inventar. Jetzt muss ich einfach nur so machen. Gibt es einen Hotkey, um alles zu löschen? Also sonst sitzen wir jetzt auch erstmal eine kleine Zeit. Ich habe ja derzeit Sweet Transit angefangen und spiele es derzeit richtig viel. Liegt aber eher daran, dass es wie Transport Tycoon ist, nur mit Anno-Grafik. Habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ich habe sehr viel Gutes über das neue Starship Troopers gehört und wollte da mal vielleicht reingucken. License Sphere Program habe ich auch gespielt, das war mir aber zu fummelig. Da haben mir die ganzen guten Quality of Life Funktionen von Factorio gefehlt, als ich es damals gespielt habe. Auf jeden Fall gab es keine Blaupausen. Die Hotkeys waren alle nicht so richtig geil. Mir hat so unglaublich viel gefehlt, weißt du, wie das Pimpetten-Tool, dass du einfach Q drücken kannst und dann hast du was ausgewählt, ganz egal was es ist, unter Mauszeiger und sowas. Da ist Factorio halt einfach richtig stark, was so die Oberfläche und die Benutzeroberfläche und das Hotkey-Game angeht, ist das richtig gut, Factorio. Und wenn ich dann mal spiele, wo die Hotkeys halt nicht so komfortabel sind, verliere ich halt schnell Lust. Ich weiß nicht, Dyson Sphere Program hatte ich relativ schnell nach Release gespielt. Mag jetzt heutzutage alles anders sein. Aber wie gesagt, es war dann wirklich nervig, teilweise durch drei Menüs zu klicken, bis du das Gebäude hast, das du platzieren willst. Und dann habe ich echt schnell die Lust verloren. Habe ich also auch nicht lang gespielt. Satisfactory hat mir Spaß gemacht, aber ja, die Logistik da hat mir keinen Spaß. Also die Welt war geil, die Grafik war geil. Das Bauen hat bis zu einem gewissen Grad auch Spaß gemacht, aber dann, als es ein bisschen komplexer wurde, mussten Alex und ich uns schon tatsächlich gut quälen. Guck mal, da oben baut er, deshalb ruckelt es gerade wieder so ein bisschen. Mussten wir uns tatsächlich schon ganz gut quälen, das alles so in Verhältnis und so weiter hinzubauen. Das war ihr jetzt auch tatsächlich persönlich nicht so wichtig. Da kam aber in mir halt der Factorio-Spieler durch, der das schon ein bisschen ordentlich haben wollte. Und dann kam gerade das nächste große Update raus. Also irgendwie kam dann das Update 6 oder 5 raus. 5 oder 6, glaube ich, war das. Update 5 oder 6. Und dann gab es halt relativ viel Content und man hätte neu anfangen müssen und dann hatten wir keinen Bock mehr. Nee, wir haben das nicht durchgespielt. Wir haben es nicht mehr weit gespielt, würde ich sagen. Also so vielleicht 40, 50 Stunden. Geschätzt. Die Sachen habe ich auch noch auf dem PC. Ich glaube, die sind sogar schon auf YouTube hochgeladen, aber halt nicht veröffentlicht. Viel Spaß, Timmy. Achso, ich habe den Landfill vergessen wegzusnacken, aber dann kann ich hier nochmal eben mein Inventar ein ganz kleines bisschen aufräumen. Dafür mag ich die Anlage hier fast mehr, als dass sie mir ständig Ressourcen generiert. Ich meine, natürlich, das mit den ständigen Ressourcen ist geil und natürlich realistisch gesehen die bessere Sache. Aber dass ich hier noch wieder hinlaufen kann, um mein Inventar aufzuräumen, ist halt auch super komfortabel. Wenn ich dann hier nochmal meine Erze finde, hier nochmal die Kohle wegsnacken kann. Wobei, scheinbar ja tatsächlich die Öfen hier schon gar nicht mehr ausreichen. Hätte ich gar nicht gedacht. Da brauchen wir so wenig Strom momentan. Ja, nur 1,9 Gigawatt. Wie sieht das? Ich habe ganz lange nicht mehr geguckt. Wie sieht da eigentlich meine Forschungsanlage aus hier oben? Ja, das ist halt das Ding, ne? Blaue Tränke. Wisst ihr was? Wir erforschen auch erstmal irgendwas hier. Rotes ist mir egal. Das, wir spielen ohne Aliens, also realistisch brauche ich das Ding gar nicht. Aber da können sich die blauen Tränke wenigstens mal wieder ein bisschen voll laufen und ein bisschen regenerieren. Ändert natürlich nichts dran. Also wir haben dann ja nicht auf magische Art mehr blaue Tränke, klar. Aber dann können wir jetzt ein bisschen was mit Rot produzieren und mit Rot-Grün. Davon haben wir nämlich tatsächlich genug Tränke. Blau sind gebottleneckt durch unser Plastik. Ganz stark. Und bald kommt wohl Update 8. Ah, okay. Ja. Kann auch sein, dass es Update 7 war. I don't know. Das war im Sommer 22.
hatte ich Alex gerade kennengelernt und dann haben wir online zusammen gespielt. Müsste so August, September, schätze ich mal, 2022 gewesen sein, wo wir das gezockt haben. So, hier ist alles aufgebaut. Der Bereich ist fertig. Das ist doch schon mal schön. Wie sieht es hier aus? Haben wir auch alles aufgebaut und hier drüben auch schon. Ja, es ist halt krass. Also, die Baureichweite ist jetzt halt schon so groß, dass er teilweise Dinge aufbaut, ohne dass ich es merke. Also hier zum Beispiel hat er jetzt halt auch aufgebaut. Das Ganze fertig gemacht, ohne dass ich es wirklich mitbekommen habe. Und sieht nach einem lustigen Projekt an, mein Bilder. So, und jetzt sehen wir schon, also 100 Dinger laufen hier und keiner hat, alle haben einen grünen Punkt, keiner hat Produktionsschwierigkeiten, das ist krass. Also realistisch hätte ich wohl sogar noch mehr bauen können als die 100. Wenn wir uns die drei Flüssigkeiten angucken in der letzten Stunde, ja, hier sehen wir, wie es hochgelaufen ist, unsere Produktion. Ja, vom Petroleum 54.000, das war so unser Schnitt in der letzten Zeit. Sind wir jetzt auf 82.000. Ist gar nicht so viel mehr, nicht mal verdoppelt. Aber das liegt halt auch daran, dass diese Anlagen nur 30 Petroleum herstellen, während die normale Dings 90 Petroleum hergestellt hätte. Wow, das ist so viel mehr. Krass. Aber dafür kriegen wir halt diesen anderen Scheiß, den wir jetzt irgendwie benutzen müssen. Nice. Unterm Strich ist das schon besser so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das hätte ich natürlich ein bisschen vorher ändern müssen. Ja. So, wir bauen nochmal eben die Decider, die fehlen. Da habe ich natürlich jetzt was vergessen. Und zwar... müssen wir hier jetzt eigentlich suchen nach Schweröl. Diese ganzen Dinger müssen auch nach Schweröl suchen, natürlich. Damit die Lampen angehen. Und eigentlich sollte die Lampe jetzt aber leuchten. Nee, ist nicht genug Ultrons. Sie sollte nicht leuchten. Alles gut. Sie macht alles richtig. Die Lampe weiß es besser als ich. Ja, theoretisch... könnte ich das jetzt copy-pasten? Aber ich mach's so. Ich laufe ein paar Mal hin und her. Kostet ein bisschen mehr Zeit, aber dafür mache ich keine Fehler. Wobei, warte, ich kann noch Blaupause machen. Ich kann das kopieren. Ich kann alles außer die Decider-Kombinatoren rauslöschen. Jetzt habe ich die Pumpen noch mit drin. Nochmal, die Pumpen auch raus. Nur die Decider-Kombinatoren habe ich jetzt hier drin. Und die müsste ich doch jetzt da immer so rüber copy-pasten können. Guck mal. Besser. Deutlich schneller, ne? Jetzt sind die alle auf rot geschaltet. Ich sehe auch keinen, den ich übersehen habe. Dasselbe müssen wir bei Leichtöl nochmal machen. Und den hier, warum siehst du kein Schweröl? Es ist angeschlossen, es ist Schweröl drin, du suchst nach Schweröl. Ich glaube, ich muss das Kabel doch am letzten anschließen. Nee. What? 3, 6, 7. Gegen Strom. Werden verbunden . Ich wundere mich gerade auf deine Frage, wie es läuft, warum der nicht anzeigt, was da drin ist. Der ist doch auch so. Es ist das rote Kabel und hier habe ich so. Okay. Jetzt muss ich alle verbinden? Wait, what? Eigentlich sollte mir 165.000 anzeigen. Ich glaube, ich muss den letzten einstellen. Ne? Das ist, ich muss den letzten drauf. Ja, nicht den ersten, sondern den letzten. So.
Nur immer den letzten, dann wird ein Schuh draus. Siehst du? Und schon sehen wir, wie viel Schweröl da drin ist. Dasselbe machen wir hier nochmal für Leichtöl. Aber auch hier muss ich einmal tricksen und erstmal sagen... Achso, hier fehlen immer noch Decider ohne Ende. Machen wir nochmal ein paar. Wie läuft's bei dir, Chirpsi? Ja, ich mache auch nicht mehr so lange, noch so eine Viertelstunde ungefähr, dann muss der Hund raus. Dann sind wir hier am Ende, 10 Minuten vielleicht. Ich glaube, wenn der Abschnitt hier fertig gebaut ist, dann ist auch gut. Also warten wir noch ganz kurz auf die ganzen Decider-Kombinatoren. 41 Stück noch, geht doch. Ja, nur rechts. Es muss immer der rechteste. Der Korn ist rechts. Muss verbunden sein. So, und hier machen wir auf Petroleum. Fangen wir hier an. Also, ich sage dir, du Petroleum. Und ich sage der ersten Reihe Petroleum. Und ich sage der zweiten Reihe Petroleum. Ich sage der dritten Reihe Petroleum. Und ich sage der vierten Reihe Petroleum. Dann mach du auch, mein Freund. Du entkommst mir nicht. Überprüfe nochmal, ob ich alle erwischt habe. Ja. Blaupause hinlegen, Blaupause auswählen. Alles außer die Decider löschen. Speichern, in die Hand nehmen. Petroleum, 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 Petroleum. Alles umgeschaltet. Und dich auch auf Petroleum geschaltet. Jetzt ist hier wieder die Frage, warum zählt er nicht? Ich glaube, der ist nicht connected. Jetzt. Ah, jetzt haben wir hier unseren Petroleumstand und dasselbe machen wir jetzt nochmal mit dem Leichtöl. Na, also du bitte. Leichtöl. Ich glaube, hier fehlen halt immer noch Decider-Kombinatoren irgendwo. Und dann gehen wir hier rüber. Wählen uns das aus. Legen das hier hin. Alles außer die Decider löschen. Speichern. In die Hand nehmen. Dahin, dahin und dahin und dahin und dahin und dahin. Müssten alle eingestellt sein? Ich glaube, ich habe keinen vergessen. Ich sehe auf jeden Fall keinen schwarzen Tropfen mehr irgendwo. Dann verbinden wir auch den nochmal und sagen, such nach Leichtöl. Oder müssten wir es eigentlich haben? Und wir sehen, dass Leichtöl mit Abstand am schnellsten vollläuft. Was noch viel erschreckender ist, wir sehen, wie wenig wir eigentlich produzieren. Also ich hätte das wahrscheinlich wirklich in zwei reinbauen können oder doppelt so lang. Also das sind jetzt 100 Raffinerien. Mit Produktivitätsmodulen, um fair zu sein, ja. Also das heißt, im Grunde sind es nur 70, weil wir 30% abziehen müssen. Weil da drei Module mit 10% Leistungsminderung drin sind. Geschwindigkeitsmodule habe ich noch nicht. Auf jeden Fall noch keine gebaut. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon erforscht habe. Nee. Ich weiß auch nicht genau, ob ich auch umsteigen wollen würde. Aber ja, wir können eben sehen. Überprüfen wir das nochmal. Ja, hier ist alles restlos voll. Also das Ding ist die ganze Zeit auf 9,2 Millionen. Da hat sich noch nichts getan. Also das ist permanent voll. Unsere Ölanlage hier drüben. Das ist schon krass. Auch diese Rohre sind komplett voll. Also wir haben, was Öl angeht, sind wir auf der sicheren Seite. Ja, da haben wir keinen Verlust und alles arbeitet rund um die Uhren. Wir haben keine Downtime oder so. Wie gesagt, im Grunde könnten wir das jetzt stumpf noch nach... Au! Wuh! Man wollte mich umbringen. Habt ihr das gesehen? Man wollte mich killen. Das Ding ist genau dahin geflogen, wo ich stand. Alter Schwede. Bisschen gemein, liebes Spiel. Das nehme ich persönlich. Strom ist momentan nicht das Problem. 4,5 Gigawatt, also Halbzeit, was den Strom angeht. Das passt. Und ich kann hier mein Solarpanelfeld einfach immer erweitern. Ich habe noch 43.000 Solarpanel im Inventar. Das sind noch 2 Gigawatt ungefähr. 22.500 brauche ich für 1 Gigawatt auf diesem Planeten. Ja, ziemlich genau 2 Gigawatt habe ich dann noch übrig.
könnte meine Stromproduktion also quasi nochmal um 50% erhöhen. Das ist alles kein Problem. Aber das mit den Raffinerien flasht mich. Das ist wahrscheinlich einfach... Ich glaube nicht, dass das reicht. Chipzi, das ist gut. Fleißig, fleißig. Ja, da sehen wir das, ne? Also es geht gar nicht so schnell hoch. Und seht ihr, dass hier so der Zähler flackert? Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass irgendein Ding nicht angeschlossen ist. Ein Tank. Das ist weird, weil ich sehe alles leuchten. Müsste alles verbunden sein, aber warum zählt er hoch und dann wieder runter? Obwohl das Öl nirgendwo hinfließt. Ah, vielleicht, weil er nur das Öl in den Tanks zählt. Ja, okay, er zählt nur das Öl, das in den Tanks ist. Und nicht das, was in den Pumpen ist. Aber hin und wieder wird ja auch was in die Pumpen geschoben. Und wenn dann gerade viel in eine Pumpe geschoben wird, aus einem Tank raus, dann sinkt der Zählerstand halt kurz. Also er geht permanent nach oben, aber ihr seht das ja, die Zahl flackert manchmal wieder zurück. Das ist, glaube ich, daran, dass dann von Tank in Öl, von Tank in Pumpe gepumpt wird. Glaube ich. Aber ist okay. Ja, wenn wir auf die Produktion gucken, Flüssigkeiten, letzte Stunde. Fangen wir mit Petroleum an, können wir sie noch von 54 auf 83 hoch. Ist nie mal verdoppelt, das gefällt mir nicht, das ist zu wenig. Aber wir werden ja gleich noch umwandeln, von Leichtöl aufbrechen auf Petroleum. Also von daher, da kriegen wir dann nochmal ein bisschen mehr. Trotzdem nicht unbedingt cool. Ja, Leichtöl hatten wir davor null Produktion, sind jetzt auf 66.000 und Schweröl sind wir auf 42.000 oder sowas. Ja, aber pro Stunde, das macht ja keinen Sinn, pro Minute. Pro 10 Minuten, machen wir pro Minute. 700 Schweröl, ist das echt so? 700 Schweröl die Minute, aber 83.000 Petroleum? Das kann doch nicht sein, oder? Ach, das hier ist Pyroflux, nicht Schweröl. Ja, ich muss da angucken. Das macht schon mehr Sinn. Bye. Hier. Mach das, Red Jumper, bye. Ja, 19.000 Schweröl, 66.000 Leichtöl, 82.000 Petroleum. Wobei das nicht nur hier unten ist. Petroleum stelle ich auch noch an einer anderen Stelle her. Das passt also schon. Ich nehme einfach Speed-Module. Ich meine, why the fuck not? Electric Circuits und Solid Fuel haben wir dann ja auch. Da können wir tatsächlich mal anfangen, die herzustellen. Gerade für die Raffinerien hier unten macht das nämlich vielleicht tatsächlich dann doch Sinn, zugegebenermaßen. Okay, nichtsdestotrotz, im nächsten Teil wären wir dann dabei und würden hier anfangen, quasi Leichtöl auf Petroleum zu splitten. Ja, das würde ich dann hier so zwischenbauen irgendwie, pop, 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 reihenweise, Wasser kommt von oben. Ich wüsste jetzt tatsächlich nicht genau... wie viele Reihen davon ich bauen will. Kann ich die so bauen? Ich muss das mal ganz kurz testen. Rohr mit Wasser. Rohr mit Leichtöl. Leichtöl mit Wasser. Das würde gehen. Dann kann ich wieder auf den ersten quasi zurück und kann hier wieder Wasser. Da wieder Leichtöl. Da wieder Wasser, da wieder. Also ich könnte das so zweireihig bauen. So. Ja. Eigentlich ganz cooles Design. Und das Öl bekomme ich dann ja raus. Also das Petroleum meine ich nicht, Öl, sorry. Ja, indem ich es so mache. Ich glaube, das wird tatsächlich mal aufbauen. Ein Strommast versorgt alle vier. Super gechillt. Und das kann ich dann tatsächlich relativ nah hier ranbauen. Glaube ich, würde es so machen, dass das Wasser ist. Und
Da ist jeweils Petroleum. Was haltet ihr davon? Schon sexy, oder? Ist die Frage halt, ob ich das von hier bedienen will. Oh, der letzte hier ist einfach rutscht. Genau, ob ich das von hier bedienen will und hier mit Pumpen arbeiten will. Wäre hier immer die Lampe im Weg. Ich kann da tatsächlich eigentlich theoretisch auch jeden zweiten nehmen. Ich kann das ja auch mit einer Steuerung dann so machen, dass das nur anspringt, wenn genug Leichtöl da ist quasi. Oder zu wenig Petroleum da ist oder so. Ich glaube, das gefällt mir rein theoretisch ganz gut. Das lässt sich halt ganz gut mit einer Programmierung dann steuern. Dann kann ich das abreißen und Wasser kann ich quasi von hier oben durchlaufen lassen. Ich müsste nur von da nach da rüberspringen. Und könnte das machen, indem ich... So mach. So mach. Das wegnehmen, das wegnehmen. Was habe ich gemacht? Nochmal. Das wegnehmen und hier rüber bauen. So, bitte. So, 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 so. Wasser ist da, die Dinger produzieren. Auch hier kann ich Produktivitätsmodule reinpacken. Ja, und das würde dann auch schon mal ganz gut gehen eigentlich. Finde ich eigentlich ganz cool. Ein Output ist nicht verbunden. Ja, der hier. Ne, alle. Alle vorderen Outputs sind nicht verbunden. Echt, da muss ich so machen. Ihr Idioten. Naja, gut. So, 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 so. So, 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 so. Ich glaube, davon werde ich auch zwei oder drei Reihen bauen. Aber die Blaupause gefällt mir tatsächlich eigentlich ganz gut. Das so zweitreihig zu machen. Und dann kann ich das ja nochmal nehmen. Ich könnte das... Blaupause könnte nicht geflippt werden. Deine Mutter kann nicht geflippt werden. Wenn ich will, flippe ich deine Mutter, rede ich hart. So. Genau, das werde ich dann halt nochmal versetzt, gespiegelt aufbauen. Und hier ein paar Mal zwischenbauen. Und dann funktioniert das schon. Das Leichtöl steigt ja tatsächlich immer noch. Und dann würde ich das hier quasi einfach... da reinlaufen lassen, wobei da kann er gar nicht reinlaufen lassen, weil da ist er natürlich voll. Das heißt, theoretisch müsste ich es oben reinlaufen lassen. Aber das überlegen wir uns dann alles, das habe ich jetzt keinen Bock drauf. So, ne, und dann würde das so quasi hier rüber gezogen werden. Nur, dass hier halt noch mehr rein dazwischen soll. Also ich will das quasi hier nochmal, da nochmal, bapp, und dann machen wir das so 6-7 Mal darüber. Und dann können wir relativ schnell und unkompliziert theoretisch das Ganze... Leichtöl umwandeln. Ja, das machen wir. Das ist eine schöne Blaupause. Nur einmal mache ich das jetzt, ist okay. Kurz gucken. Das heißt, der geht dahin und der geht dahin. Der geht rüber und der geht rüber. Ne, ein näher ran, ne? So. Jumpy, 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 zack, zack. So wäre das. Der würde da hingehen und der würde da hingehen. Jumpy, jumpy, zack, zack. Strom wäre hier. Das wäre so eingestellt. Und jetzt muss ich halt nur Wasser und Leichtöl genau andersrum machen. Wie ich das Leichtöl da reinbekomme, da bin ich mir tatsächlich noch nicht hundertprozentig
Schlüssig. Ja, ich weiß, eigentlich benutzt man Untergrundförderbänder, Untergrundrohre so nicht. Ich find's schöner, lasst mich. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, der geht runter. Und geht dann von hier dort rein und von hier dort rein. Check. Wasser holen wir einfach von hier oben, das ist ja kein Problem. Das wäre dann... Nein. Diese Höhe wollte ich sagen. Gehen hoch, jumpen rüber. Jumpen rüber, holen Wasser, holen Wasser, holen Wasser. Das wird gespeichert. Speed-Module fertig. Nehmen wir die Module von mir aus auch noch gleich mit. Wir sind ja einfach jetzt dabei. Habe ich hier Untergrundrohre benutzt? Ja. Zack und zack. Und zack und zack. Löschen das, machen Module rein. Nehmen das. Nein, nehmen das. Besser. Das ist eine richtig schöne Blaupause. I like it. Geiles Teil. Arbeiten nicht, weil kein Wasser. Ja. Jetzt. Arbeiten. Arbeiten. Guck dir das an, nur. Achso, das habe ich abgerissen. Ja, ich mache jetzt, wie gesagt, nur so kurz zum Testen so. Okay. So. Sieht auch hübsch aus. Ja, und da kann ich dann quasi hier schon die nächste Reihe hinbauen. Das heißt, wir kriegen davon zwei, mindestens vielleicht sogar drei Reihen. Na, das ist am dicksten Punkt quasi so. Ich könnte den quasi da sogar mit ran machen. Ja gut, dann kriegen wir das genau zweimal hin. Ach komm, ich wollte es jetzt eigentlich nicht komplett aufbauen, aber... Jetzt bin ich halt gerade dabei. Nehme also das hier, von hier bis nach da, von da nach da. Gehe hier runter, kopiere mir das und pack das da mit rein. Lösch das nochmal, nimm es nochmal in die Hand, bis nach... Auf diese Höhe will ich natürlich. Bis nach da. Ist korrekt, oder? Moin moin, du geiler Fabrikbesitzer. Ich glaube, das ist korrekt. Was ist da los? Razorboy, hi Seno. Die Duct sind cool, oder? Ja, ist eine ganz coole Idee auf jeden Fall. Doch, doch. Ist nice. Oh, naja, das wollten wir jetzt nicht. So. Wasser ist drin. Warum kommt hier... So, weil kein Strom da ist. So. Machen wir so, ja, ungefähr so. So, die arbeiten jetzt auch alle. Krass. Ey, die haben noch kein Wasser hier. Das hier muss Wasser werden. Kann das Wasser werden? Ja, das kann Wasser werden. Okay.
Alles hat Wasser, alles hat Leichtöl, alles ist am Arbeiten. Jetzt muss nur noch letzte Amtshandlung, dann muss der Hund wirklich raus, sonst kriege ich hier gleich einen auf den Sack. Der muss darüber, der muss darüber, der muss darüber, der geht hier hin und geht hier nach unten. Beziehungsweise realistisch können wir sogar so machen und den dorthin und dorthin laufen lassen. So, läuft dieses Rohr leer oder bleibt das voll, ist die Frage. Ist schwer für mich jetzt gerade abzuschätzen. Aber ja, das ist gut. Mein OCD-Brain will das jetzt eigentlich noch zwei Felder weiter nach links machen, weil es mehr auf der rechten als auf der linken Seite ist, aber ist gut. Darf dir eine Mod vorschlagen, die wäre extrem gut für später, für Flüssigkeiten. Ja, schlag mal vor, aber ich werde jetzt trotzdem offline gehen. Bist du auf Discord? Dann schlag dir mal bitte auf Discord vor. Ich habe auf Discord extra einen Raum für Mod-Vorstellungsvorschläge. So, weil, wie gesagt, der Hund meckert. Ich bin schon bei einer Stunde und einer Minute. Ich habe ein bisschen überzogen. Geht Leichtöl noch hoch? Nein, Leichtöl sinkt. Wir verbrauchen mehr Leichtöl, als dass wir es fördern. Was gut ist. Das ist gut. Ich mache dann irgendwann noch eine halbwegs intelligente Schaltung rein, die sagt, ein Leichtöl nur in Petroleum umwandeln, wenn XYZ. Aber wir sehen schon, hier kommt jetzt nicht genug Wasser an. Aber hatten wir drüber gesprochen, da ist die Lösung relativ einfach, indem wir einfach sagen, okay, wir holen mal Wasser. Ist jetzt kein Hexenwerk. Ich guck gleich mal, ob unten rechts auch läuft. Machen wir auch mal zwei Pumpen rein. Weiß ich gar nicht, ob wir das müssen. Jetzt genug Wasser? Ne, hier links muss auch noch ein bisschen mehr Wasser rein. Machen wir, ist mir egal. Gehen wir auf die Höhe hier. So. Holen wir von hier noch ein bisschen Water, my friend. Be water, my friend. Nur wer Wasser isst, isst Wasser Eis. So. Da fehlt vielleicht auch noch ein Rover. Gut, fließt. Und jetzt sieht das besser aus. Ich sehe auf jeden Fall überall Tropfen. Ja, sieht gut aus. Hier steht auf jeden Fall gar nichts. Alles am Arbeiten. Hier nicht? Doch, hier auch am Arbeiten. Warum sind die... Warum sind die rot, obwohl die arbeiten? Jetzt sind sie gelb, grün. Was meinst du mit unten rechts? Dafür ist die Mod gut, für sowas sehen und für solche Schaltungen nicht mehr machen müssen. Ja, wie gesagt, verlinkt gerne mal im Discord oder schreibt mal den Namen in den Reihen. Der Kanal heißt so viel Mod-Vorstellungsvorschläge oder so. Läuft auch unten rechts. Was meinst du mit unten rechts, Minenbellner? Hier bei der Umwandlung? Ja, läuft. Die läuft auch. Das ist eine echt schöne Blaupause. Ich glaube, die werde ich behalten. Die ist echt cool. So, jetzt können wir auch hier mit dem Ding hier weitermachen. Jetzt müsste das auch relativ schnell gehen. Weil sich blaue Fläschchen angestaut haben. Jetzt müsste alles arbeiten. Seht ihr das? Das sieht viel schöner aus hier. Guck mal, so muss unsere Forschungsanlage nämlich aussehen. Das ist doch schön. Guck mal, kann man das nochmal ausmachen? Und mit diesem wunderschönen Bild würde ich mich dann erstmal verabschieden. Und dann gucken wir nochmal eben bei Flüssigkeiten in der letzten Stunde. Petroleum, jetzt müsste es auch. Guck mal, jetzt krabbelt es nach oben. Ja, Ausgangssituation war 54.000, ohne Umwandlung mit der neuen Raffinerie sind wir auf 83.000 gekommen und nach der Umwandlung jetzt sind wir hier oben bei 156.000, also pro Minute bei 158.000. Damit lässt sich schon eher arbeiten, ja. 158.000 pro Minute statt 54.000, das heißt, wir haben es knapp verdreifacht. Nice. Gut, dann machen wir jetzt hier Feierabend. Ich melde mich morgen wahrscheinlich nicht, weil ich morgen Besuch habe, aber spätestens dann Montag. Aber werden wir sehen. Alles klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage, ja, wie gesagt, vielleicht morgen, vielleicht morgen. Unter Vorbehalt. Ich habe den ganzen Tag eigentlich Besuch. Und vielleicht habe ich abends ja trotzdem Bock. Wir werden sehen. Ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao.